Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe bei Pretty Nail Shop 24 bestellt und da packen wir einfach mal zusammen aus. Ich habe das nur schon mal aufgemacht, noch nicht reingeguckt. Das machen wir zusammen. Das Einzige, was ich schon rausgeholt habe, ist mein Rechnungszettelchen. Und dann fangen wir einfach mal an. Wir hatten diese Inkfarben im Angebot wieder. Und dann habe ich mir noch einmal weiß bestellt. Jeweils 2,90 Euro. Und einmal Pastel Pink. Das fand ich auch süß. 2,90 Euro. Stellen wir mal hier an die Seite. Ja, dann habe ich mir Sticker bestellt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich so Dschungel und Hibiskusblätter und Farnblätter und vor allen Dingen Flamingos liebe. Und der hat 1,99 Euro gekostet. Dann hier auch nochmal schöne Blütenblättchen mit, die nennt man glaube ich Kolibris drauf, oder? Ich meine wohl. Auf jeden Fall schöne Vögelchen. Hat auch 1,99 Euro gekostet. Dann wie im Frühling, Sommer nicht fehlen darf, Schmetterlinge. Auch 1,99. Ja. Und dann habe ich mir hier zweimal von Jollyfin Laveni Strass-Tattoos bestellt. Einmal in Gelb, die haben auch 1,99 gekostet, mit Schnörkel und Blümchen und Steinchen. Und dann hier auch nochmal in Lila Pink. Genau, jeweils 1,99 Euro. Dann für 99 Cent habe ich mir von Laveni Kristallglitter Icy Blue bestellt. Machen wir einfach mal auf. Wir wollen ja reingucken. Oh ja, und das ist wirklich schön Icy Blue. Da sind Glitter, Pailletten, große und kleine. Richtig schön. Funkelt auf jeden Fall schön. Ich hoffe, ihr könnt das auch erkennen. Genau, 99 Cent hat das gekostet. Und zu guter Letzt packe ich einmal aus. Zack, weg damit. Habe ich mir ein Display bestellt mit Strassblumen. Ich hoffe, ihr könnt die erkennen. Hier oben sind Blümchen, die haben eine Perle in der Mitte, in verschiedenen Farben. Und hier unten richtig schön mit Perlen und Steinchen. Richtig schick. Genau, das sind schon so richtige Overlays. Ja, die auch, aber... Ja, das sieht schon edler aus, die hier unten. Genau. Da bin ich ja mal gespannt, wie diese zu verarbeiten sind. Ja, das war mein Einkauf bei Pretty Nail Shop 24. Die haben immer schöne Angebote. Wenn es nach mir und nicht nach meinem Geldbeutel geht, dann könnte ich den Laden da leer kaufen. Aber man muss es ja auch benutzen, ne? So ist es ja. Genau, das war jetzt mein Einkauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja schreiben, ob ihr auch was davon habt oder wie es euch gefällt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!